Die Weltwirtschaft erholt sich wieder und wir gehen als Anleger jetzt herrlichen Zeiten entgegen. Das glauben die meisten. Man könnte aber auch auf die Idee kommen, dass es für die Börsen vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir das Coronavirus jetzt langsam zurückdrängen, sondern im Gegenteil, dass die Aktienrallye die Coronavirenkrise braucht wie die Luft zum Atmen. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Es muss irgendwann mal Ende November oder Anfang Dezember gewesen sein. Da war ich kurz mal in Impfpanik. Sie erinnern sich, das war die Zeit, als man uns gesagt hat, jetzt geht's bald richtig los mit den Impfungen. Mein Problem war, ich habe meinen Impfpass verschlammt. Ich habe dann da die halbe Bude auf den Kopf gestellt, habe ihn aber erstmal nicht gefunden. Und ich habe immer zu mir gesagt, mein Gott, alle werden jetzt geimpft, nur du nicht. Find endlich deinen Impfpass, sonst schafft's ja Attila Hildmann noch vor dir. Ich habe meinen Impfpass immer noch nicht heute. Ich sehe es aber inzwischen deutlich entspannter. Ich muss Ihnen ja auch nicht sagen, warum. Die Idee, dass wir jetzt alle ganz schnell durchgeimpft werden und dass dann alles wieder ganz normal wird, sehr bald, die ist in weite Ferne gerückt. Zum Glück, würde ich mal sagen. Zum Glück haben wir kaum Impfstoffe, zum Glück haben wir Mutationen, zum Glück jagt ein Lockdown den nächsten. Man kommt aus dem Glücklichsein eigentlich gar nicht mal raus. Nach jeder Tagesschau könnte man heutzutage gleich eine Flasche Shampoos aufmachen, weil alles so super läuft. Oder? Zumindest wenn man Aktionär ist. Weil dann weiß man nämlich, alles bleibt wie gehabt. Covid-19 hat uns fest im Griff und die Rallye läuft. Man sagt ja auch nicht umsonst Corona-Rallye, ist ja fast schon ein fester Begriff jetzt. Es gab vorher natürlich auch einen Corona-Crash Anfang 2020. Da haben die Marktteilnehmer kurzfristig die Corona-Epidemie falsch interpretiert, nämlich als negatives Ereignis. Sehr komisch im Nachhinein, denn heute ist uns allen klar, was Besseres hätte den Börsen ja gar nicht passieren können. Sie haben das bekommen, was sie brauchen, und zwar in einem Ausmaß, wie es vorher undenkbar gewesen wäre. Noch mehr billiges Geld, noch mehr Notenbankenliquidität und riesige Konjunkturprogramme. Erst jetzt wieder das 2 Billionen Dollar Programm, von Joe Biden in den USA. Es könnte also für die Börsen gar nicht besser laufen. Apropos, es kann gar nicht besser laufen. Was gerade richtig gut läuft, das sind Uranaktien. Darum ging es ja auch in meinem letzten Video. Und da darf ich Sie nochmal erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report mit vier spannenden Aktien aus dem Bereich, aus dem Sektor Uran und Kernenergie. Eine davon ist übrigens aus China. Dieser Report mit den Aktien, der geht morgen raus. Alle Zukunftsmärkte-Reports sind gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Nutzen Sie das, es sind wieder interessante Aktien dabei, über die Sie sonst nicht so viel erfahren. Und der Link für die Anmeldung, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, und zurück zur Corona-Rallye. Hier haben wir die Corona-Rallye beim DAX. Das Ganze geht hier los am 18. März, also Mitte März. Da war das Tief erreicht. März letztes Jahr natürlich. Und von da an ging es steil nach oben. 80% in ein bisschen mehr als einem Jahr. Das gleiche Bild natürlich auch in den USA, beim Dow, beim S&P 500 und beim Nasdaq-Index. Auch da bis heute immer neue Rekorde. Und hier nochmal der DAX, diesmal die letzten 3 Monate. Auch da ging es nach oben und das ist nicht ganz unwichtig, würde ich sagen. Weil der große Impfstoffoptimismus, der war ja schon im Herbst. Das hier ist eigentlich die Zeit, in der wir schon gemerkt haben, dass mit den Impfstoffen, das klappt bei uns nicht so richtig und wir rasen voll in die dritte Welle rein. Und die Krise dauert deutlich länger auch, als wir dachten.
Trotzdem ist der DAX auch in dieser Zeit weiter gestiegen. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist er ja auch gerade deshalb gestiegen. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, so ganz so ist es nicht. Es geht hier immer noch um Realwirtschaft und um die Perspektiven in der Realwirtschaft. Und es geht ja trotzdem voran. Die Wirtschaft erholt sich momentan ja tatsächlich und es gibt in vielen Ländern tatsächlich auch Impffortschritte. Die dritte Welle jetzt spielt also nicht so die große Rolle an der Börse, sondern der DAX preist jetzt schon die große Normalisierung ein, die eines Tages dann ja trotzdem kommt. Und man kann das so sehen und so wird es ja auch oft gesehen. Aber wenn wir das glauben, dann schauen wir uns doch mal einen anderen Aktienmarkt an. Von einem großen Land, in dem diese Normalisierung schon da ist, nämlich China. Wir haben vorhin den DAX gesehen, die letzten 3 Monate. Das hier ist jetzt der Hang Seng China Enterprises Index, auch 3 Monate. Nun, was sehen wir hier? Dieser Index ist in letzter Zeit nicht mehr gestiegen, sondern er fällt wieder. Und das liegt nicht daran, dass er hoch bewertet wäre. Das Durchschnitts-KGV liegt hier ungefähr bei 15, das heißt, er ist sogar noch ein bisschen günstiger bewertet als der DAX. Trotzdem, der DAX steigt, der Hang Seng China Enterprises Index fällt. Und warum auch nicht? Die Corona-Krise ist in China ja mehr oder weniger vorbei, seit einem Dreivierteljahr mindestens, kann man sagen. Das Wachstumsziel der Regierung für dieses Jahr liegt bei 6%, die Analystenprognosen liegen aber sogar bei einem Wachstum von 8-9%. Klar, die meisten Länder werden dieses Jahr wachsen, aber sie wachsen deswegen dieses Jahr, weil das Wachstum letztes Jahr bei denen eingebrochen ist. Das sind also Basiseffekte in den meisten Fällen. In China ist das Wachstum aber nicht eingebrochen. China ist auch letztes Jahr noch gewachsen, und zwar um 2,3%. Und die 8-9% Wachstum dieses Jahr, die kommen da jetzt noch obendrauf. Das ist aber offensichtlich nicht gut, sondern es ist eher schlecht. Und warum ist es schlecht? Weil das hohe Wachstum die Regierung jetzt auf die Idee bringt, dass sie etwas tun könnte, was absolut verheerend ist, nämlich ihre Stimulusprogramme zurückfahren. Um des allmächtigen Gottes Willen. Stimuli zurückfahren, unfassbar, undenkbar im momentanen Umfeld. Was für ein Sakrileg, was für ein Schlag ins Gesicht. 8% Wachstum hin oder her, wer so destruktiv ist, wer so ein Signal aussendet, der wird natürlich vom Markt völlig zu Recht abgestraft. Wo kommen wir denn da hin? Und dabei wird gar nicht so viel passieren in China. Leitzins wird wahrscheinlich nicht angehoben, vermute ich mal, weil die chinesische Notenbank, die arbeitet sowieso eher mit den Mindestreservesätzen für die Banken, wenn sie die Kreditvergabe steuern will. Die Neuverschuldung der Regierung, letztes Jahr war sie bei 3,6% vom Bruttoinlandsprodukt, dieses Jahr soll das zurückgehen auf 3,2%, also auch nichts Großartiges. Insgesamt die Stimuli standen letztes Jahr in China für 6% vom Bruttoinlandsprodukt. In den USA waren es 19% übrigens vom Bruttoinlandsprodukt. Woran man auch sehen kann, wie schlimm der Schaden durch Corona in den USA wirklich gewesen ist. Der war nämlich riesig, wenn die Staatshilfen und Staatsunterstützung nicht gewesen wären. Aber was China betrifft, es ändert sich also gar nicht so viel. Aber allein schon die Idee, dass man Stimuli wegnimmt, auch wenn es sinnvoll ist, das zerstört an den Börsen offensichtlich schon so viel Vertrauen und zerstört so viel von dem Konsens, auf dem gerade alles aufbaut und auf dem alles läuft, dass man als Anleger wohl nur noch sagen kann, rette sich wer kann. Das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, das gebe ich auch zu. Ich glaube auch nicht, dass chinesische Aktien jetzt ins Bodenlose fallen in nächster Zeit. Aber trotzdem, machen Sie sich klar, was da gerade passiert. Wir hoffen ja auch als Anleger alle auf die große Normalisierung jetzt. Und wir wünschen uns, dass die Unternehmen, in die wir investiert haben, demnächst dann auch wieder richtig Geld verdienen.
Aber mit Blick auf China kann ich nur sagen, seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen. Beziehungsweise haben Sie im Hinterkopf, wie es in China gerade läuft am Aktienmarkt, wo es doch in China jetzt schon so ist, dass die Unternehmen ja jetzt schon wieder Geld verdienen. Mit anderen Worten, willkommen in der wunderbaren Welt nach Covid-19. Wie könnte das bei uns laufen an den westlichen Börsen? Wir sind ja noch mitten in der Corona-Rallye. Billiges Geld, Stimuli ist alles noch lange da. Wir müssen uns aber darüber klar sein, die Aktienbewertungen, die sind jetzt schon hoch. Und viel von dem, was wir uns erwarten für die Nach-Corona-Zeit, das könnte natürlich auch schon vorweggenommen sein. Nehmen wir klassische zyklische Branchen. Also werden jetzt nach Corona wirklich deutlich mehr Autos verkauft und Stahl verkauft und Fischstäbchen und so weiter. Und zwar dauerhaft. Darum geht es ja. Sodass das die deutlich höheren Bewertungen, die wir jetzt haben, auch rechtfertigt. Oder wird das Ganze ein Strohfeuer, die Erholung? Ich bin wirklich skeptisch für manche Bereiche, weil es gab Branchen, die waren vor Corona schon in einer strukturellen Krise und die wird nach Corona jetzt auch nicht einfach verschwunden sein. Oder so wie viele andere Probleme, die wir vorher gehabt haben, ja auch nicht. Trotzdem haben wir Rekordbewertungen, weil alle sagen, Aktien sind alternativlos, weil es am Markt ja keine Zinsen mehr gibt. Nur, auch das mit den Zinsen kann sich wieder ändern, wenn die Normalisierung dann wirklich kommen sollte. Und dann sind Aktien eben plötzlich nicht mehr alternativlos. Das ist die Dividendenrendite, die der breite S&P 500 abwirft. Aus den USA der Index, der breite die letzten 10 Jahre. Attraktiv ist das schon lange nicht mehr. Aber von 2011 bis 2016, da war die zumindest so bei 2% immer. Durch die Rallye, die wir jetzt gehabt haben, ist sie jetzt bei unter 1,5%. Aber auf 10-jährige Staatsanleihen in den USA gibt es schon wieder 1,65%. Da sind die Renditen gestiegen, weil ja auch die Inflationserwartung gestiegen ist. Das heißt, relativ zum Marktzins ist der Aktienmarkt schon jetzt nicht mehr attraktiv. Und wenn der Marktzins weiter steigt, was man ja erwarten sollte, wenn wir aus der Krise wieder rauskommen sollten, dann werden Aktien noch unattraktiver. Es sei denn, auch die Dividenden steigen dann deutlich, aber das wäre dann schon notwendig. Und das ist nur ein Aspekt. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich habe es gesagt in meinem Ausblick auf 2020. Ich habe es auch noch mal gesagt in meinem letzten Video zu Gold. Der Hauptgrund, warum wir diese Krisenrallye haben, der ist meiner Meinung nach der, wir glauben, dass wir das alles schon mal erlebt haben, dass wir es das alles kennen, sei aus der Zeit nach der Finanzkrise. Da hat es mit den Notenbanken vermeintlich gut funktioniert. Es ist ein bisschen Wachstum dadurch entstanden wieder in den reichen Ländern mit einer relativ niedrigen Inflation. Und es gab dadurch eine jahrelange Rallye an den Aktienmärkten. Und die ganzen Nebeneffekte, die waren uns dann auch egal. Und diesmal glauben wir, ist alles genauso, nur noch gigantischer eben. Und darum wird auch die Rallye noch gigantischer. Wir haben also ein Déjà-vu-Erlebnis. Und ich lese Ihnen jetzt mal kurz vor, was zu Déjà-vu bei Wikipedia steht. Ich reg mich ja sonst immer auf über YouTube-Kollegen, die hier Videos machen und dabei eigentlich nur Wikipedia-Einträge vorlesen, aber ausnahmsweise jetzt. Also, Déjà-vu. Qualitative Gedächtnisstörung. Bla bla bla, Erinnerungsillusion, dann irgendwas Französisches, dann falsches Wiedererkennen, tritt auf, vereinzelt, spontan, im Zustand der Erschöpfung oder bei Vergiftungen, bla bla bla, als Begleiterscheinung von Neurosen, Psychosen oder organischen Hirnerkrankungen, vor allem des Temporallappens. Mit anderen Worten, das Gefühl, dass man irgendwas schon mal ganz genauso erlebt hat, das ist pathologisch. Man sollte es hinterfragen, zumindest. Die meisten glauben, es passiert jetzt wieder eins zu eins das, was nach der Finanzkrise passiert ist an den Märkten. Aber
Das Krisenausmaß ist diesmal deutlich größer, die Börsenbewertungen sind deutlich höher, die allgemeine Neuverschuldung ist deutlich höher und vor allem auch die Notenbankenliquidität ist deutlich höher. Und wir haben überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass diesmal alles genauso läuft wie damals mit Wachstum bei moderater Inflation. Die Inflation kann nach oben ausbrechen zum Beispiel, die Marktzinsen können nach oben ausbrechen. Wir können auch sowas kriegen wie Stagflation, also hohe Inflation bei niedrigem Wachstum. Und das alles hätte Konsequenzen, nicht zuletzt auch für die Börsen. Ich lasse es damit für heute mal bewenden. Lassen wir das sacken. Man kann sowieso nicht alles in einem Video machen. Behalten wir nur mal im Hinterkopf für heute, die Normalisierung, auf die wir alle warten, die ist ein zweischneidiges Schwert. Und das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen und wir müssen das jetzt weiter alles sehr genau beobachten und sehr genau auswerten auch. Dafür bin ich ja auch da mit meinem Kanal. Ich hoffe, dass das alles für Sie auch interessant bleiben wird und dass Sie das hier auch fleißig kommentieren und gegebenenfalls meinen Kanal auch abonnieren. Dabei auch die Glocke drücken natürlich, damit werden Sie dann benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Das heißt, wir können dranbleiben gemeinsam an diesen Themen, die ja sehr wichtig sind für Anleger. Vielen Dank schon mal dafür und nochmal kurz als Erinnerung auch, wie gesagt, morgen geht eben auch der Zukunftsmärkte-Report raus mit den Uranaktien. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, noch schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und was jetzt die Impfungen betrifft, Attila, wir schaffen das auch noch. Wir bringen es auch hinter uns und danach ist die Welt wieder wunderschön. Und dann komme ich auch mal wieder vorbei in deinem Laden auf Schweinshaxe mit Speckknödel. Lassen auch Sie sich's gut gehen, so gut es irgendwie geht bei sich. Bleiben Sie gesund, viel Erfolg bei der Geldanlage und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.